Now I done grew up around some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flask, back to every day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill. So, meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zurück zur neuen Folge von Anno 1800. Lalalala. Wir reisen weiter durch die Gezeiten, durch die Zeiten der Zeiten. Und wir sehen, wir haben viel zu wenig Arbeitskräfte. Und das müssen wir unbedingt in diesem dritten Part erst neue Befehle jetzt lösen. Aber ja, die Bretter tue ich mal wieder auch entladen. Die Kanonen, die lasse ich natürlich. Bin ja nicht bescheuert, glaube ich, im Kopf. Sind gut, wenn ich die habe. So, und hier haben wir jetzt ausgerüstet Schadensverlangsamung. Für den Fall, dass wir doch irgendwann mal kämpfen müssten, was ich glaube ich erstmal nicht hoffe. Ich finde das um den Küstengebäude finde ich richtig geil. Mit den Geschützen sowas. Bin ich echt mal richtig fett gespannt. Ein funkelndes Juwel der Krone. Ui, die Krone, sie begrüßt uns. So, dann ist es ein bisschen aus. Okay, und, wir haben viel zu wenig Bauernarbeiter. Mal hier weiter. So. Nein! Hab nichts Gutes zu sagen. So. Jo, das ist alles noch in Erreichbarkeit. Ja, Fisch steigt, das ist sehr gut. Und vielleicht noch eins für Bauernhäuser oder sowas. Mal sehen. Fehlt es uns irgendwie an irgendwas? Was ist denn hier die... wir haben geringe Feuerwahrscheinlichkeit. Was ist auf Mobilisierung? Ah, hier muss ich so viele Leute haben, danach kriege ich mehr Dings. Okay. Ich konnte dann sowas wie die Küche noch hier hin. Das werden wir alles gut ausnutzen. Genau. Ziel. Produzieren sie auch gerade sehr, sehr langsam irgendwie. Habe ich irgendwie Lehm schon? Nein, ich habe kein, großartig kein Lehm. Habe ich wirklich so viel Ziegel in letzter Zeit? Hier brauche ich sogar Stahl dazu. Unerfüllte Bedürfnisse 8% gerade mal. Für den Einwohner 10. Ja, gut. Was brauchen wir hier? Seife. Ach ja, Seife, Brot und Schule kommt dann noch gleich dazu. Spielstand gespeichert. So, und hier fehlt natürlich die Arbeit, aber die werden jetzt nach und nach langsam kommen. Bauernhaus. So. Mir wurde auch gesagt, das Spiel wird schwer werden. Darauf bin ich so richtig gespannt, ob das Spiel wirklich so schwer wird. Ich denke fast gar nicht so richtig daran, weil es ist Anno und Anno war schon immer eine Schwierigkeit für mich selber, würde ich sagen. Mal schwieriger, mal mal schwieriger, mal einfacher. So. Deswegen würde ich sagen, Anno, das müsste so schwer sein. So. Wie sieht es eigentlich mit unseren Eikon aus? Allen möglichen. Also heute. What the fuck? Also wir haben eindeutig zu wenig Dinge. So, Kleider werden gemacht. Dafür haben wir haben einen Haufen Fisch. Ich merke, wir brauchen Brennerei. Wir brauchen noch mehr Sägewerke. Aber dafür meinen... Ja doch, die Leute kennen wir jetzt langsam. Ja gut, die 100% tut mir jetzt auch nicht weh. Ja,
fehlende Kartoffelfelder ist ja trotzdem ziemlich gut, aber... die Metzgerei, die habe ich ganz vergessen. Ah, brauche ich eigentlich nur Dings dazu. Gut, okay, Metzger, Fische haben wir genug. Die Schnapsbrennerei. Und eine Weberei nochmal. Ja, die Weberei, die passt mir jetzt hier nicht so richtig rein, weil die so ein bisschen abstehend ist. Eigentlich muss die auch noch hierhin passen. Passt. Uns fehlen Waren. Ja, die kommen doch vor den Gegend. Guck mal, jetzt geht Arbeit im Volk. Dann soll man mal kurz vorspielen, damit ich meine 5 Steine bekomme. Ich bin zuversichtlich, dass wir es jetzt haben. Es erfreut sie kennenzulernen. Und dass wir die Wahrheit oder etwas ganz Ähnliches in meiner... unserer Zeitung drucken dürfen. Oh, Aufstandswahrscheinlichkeit. Glücklich und Licht. Wenn es meine Freunde auf der Skala von 1 bis 10 würde sie meine gewinnen. Ja. Keine Änderung. Gebratene Enten fliegen einem selten in den Mund. Doch bei ihnen ist alles möglich. Ja, ich bin froh, dass ich die Wahrheit drücke. Ich habe einen weiten Weg jetzt. Und wir sind im Plusbereich. Wer hätte das gedacht? Wir brauchen ja jetzt auch unseren Metzger. Jetzt können wir so brauchen. Metzger. Halleluja. Können wir mal gucken. Ja, 9 Schweine. Ist nicht gerade so viel, aber man kann ihn nicht. Ja, kein Dings in Reichweite. So, fehlende Ware bloß noch. Sehr gut. Wie sieht es mit dem Holz eigentlich aus? Können wir mal ein Dings hier bauen? Holz kann man glaube ich nicht genug bekommen. So, jetzt brauchen wir mehr Arbeiter. Also mehr aus der Arbeitsklasse. Können wir 2 Häuser nochmal umbauen, glaube ich. Das oder machen wir 3. Sind die schon... Nee, ist nicht voll. Deswegen werden noch mehr Leute reinziehen. Und dadurch kloppt das, glaube ich, schon. Ich weiß auch überhaupt nicht, ob der Ton stimmt von der Lautstärke. Fällt mir gerade so nebenbei ein. Einfluss. Ich würde erstmal gerne auf Handeln gehen. Oder wie läuft das hier ab? Öltanker. Also es wird noch richtig, richtig fett krank. Spielstand gespeichert. Darauf bin ich noch richtig gespannt. Also ich kenne das Spiel noch nicht in- und auswendig, keine Sorge. Kann aber passieren, dass in nächster Zeit ein paar Videos mehr davon. Und dann eher weniger. Ja, mal schauen. Denn irgendwann mal müssen wir ja auch richtig expandieren. So viel verdienen wir gerade nicht an Plus, aber wir verdienen Plus. Versteckt die Flaschen, der Boss kommt. Mir scheißegal, ob du süß oder nicht. Also einige Felder können. Ich würde gerne noch auf Arbeit teilweise. Ja, das mache ich gerade. Ich trinke einen Pilz noch. So. Wir haben genug von allen. Alle Bürger sind glücklich. Wir verdienen Geld. Gut. Haben wir eigentlich den Anfang geschafft, der zu einem großen etwas werden kann? Ich hoffe es mal. Kein Platz mehr frei. Volles Lager. Ach, weil der hier voll ist. Grundbedürfnis Fisch ist natürlich voll übertrieben.
Wollen wir einfach nochmal schnell ein paar, paar Häuserchen hier bauen. Das passt mir nicht so nicht ganz, aber... passt mir schon doch wieder gut. Wenn ihr wisst, was ich meine. Weil teilweise, wir brauchen ja die Leute, deswegen passt mir hier das Häuschen. So, und das Haus. Straßen erleichtern die tägliche. Tun wir noch hier hin. Bisschen. Hier runter. So. Häuser noch hier, dann die Häuser und die Häuser und dann müssten eigentlich alle Häuser miteinander verbunden sein und wir haben viele Leute hier jetzt, die natürlich auch arbeiten wollen. Guck mal, der Marktplatz, der reicht einigermaßen noch ein bisschen. Sie entlohnen unsere harte Schufterei. Ja, die Fische sind gleich... mit uns Fische wieder runtergehen. Wir können natürlich auch welche verkaufen. Ich kann nur sagen, bis zu 40 gehen wir runter und den Rest möchte man natürlich gerne behalten. Wo ist, wir produzieren, wo sind die sofort weg? Der ist jetzt 92%. Ich bin zu groß hier. Leck mich. So. Perfekt. Die sind 200% ausgelastet. Warum die nicht? Das fehlt aber alles gerade. In der Gewerkschaft wird bereits gemunkelt. Oh mein Gott. Gut. Was ist schon wieder? Den Häuser noch bauen, dann war es schon wieder mit dem Part. Ich würde sagen, wenn euch der ganze Part gefallen hat, dann auch, wenn ich einen Daumen runter schreibe, dann könnt ihr mal abonnieren. Wir haben ein neues Zwischenziel erreicht. Sehen wir dann nicht. Wir haben jetzt eine Hafenstadt. Wir gucken natürlich nächstes Mal rein, was es alles hier bei den Hafensachen gibt. Bis nächstes Mal, sagt der Mensi. Ciao, ciao.